Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu God of War nach Ragnarök. Ja, es ist nach Ragnarök, weil Ragnarök ist vorbei. Aber es gibt noch Dinge zu tun. Es ist 2 Wochen her, ich muss erstmal wieder reinkommen. Hier hatten wir... So. Das war laufen. So, ich bin doof. Bin gerade schnell gelaufen und hab direkt wieder vergessen, welche Taste das war. So, und, anscheinend haben wir was Neues bekommen. Ich würde auch gerne mal die Dinger hier durchtauschen, weil ich weiß zum Beispiel, es gibt einen Buff, wenn wir aus jeder der neuen Welten 1 benutzen. Niflheims Gerechtigkeit, Stärke 20. Oh, not so bad, not so bad. Ich muss nur mal gucken, was wir am besten haben könnten. Sind ja 9 Plätze, das heißt 9 Welten. Also Muspelheims Schutz würde ich drinnen lassen. Stärke Abklingzeit. Stärke Runenkraft. Abwehrabklingzeit. Das ist aber Svartalfheim. Was haben wir denn hier? Wir haben von jedem 1. Nur von Elfheim haben wir 2. Okay, muss ich mal gucken. Also Midgard haben wir drin, eine Beständigkeit mit Abklingzeit 10. Da würde ich dann aber eher auf einen doppelten wechseln. Der nicht. Der auch nicht. Runenkraft, Abklingzeit. Das hier zum Beispiel. Würde ich den nehmen. Anstelle von... Ich tausche die erstmal so jetzt von oben nach unten auf. So, dann Asgardians. Asgardians of the Galaxy. Stärke, Abklingzeit wäre gut. Glück brauchen wir nicht. Oh, der wäre eigentlich auch gut. Asgards Tugend. Der hat Stärke, Abwehr, Vitalität und Abklingzeit. Der hat 3 und Stärke 12. Der hat auch 3. Oder für die anderen. Dann würde ich Asgards Tugend nehmen. Dann Vanaheim. Glück brauchen wir nicht. Runenkraft und Glück. Okay, 8. Stärke und Glück brauchen wir nicht. Abwehr und Glück brauchen wir nicht. Abklingzeit 20. Runenkraft 8. Das würde ich dann drinnen lassen, das haben wir ja schon. Das würde ich dann dahin tun. So, Svartalfheims Ehre brauche ich nicht. Stärke, Abwehr, Abwehr, Abklingzeit. Abwehr, Vitalität, Abwehr, Glück, das können wir drinnen lassen. Muspelheim haben wir nur das. Okay. Kommt dann an die Stelle Niflheim. So, Abwehr brauche ich nicht, Abwehr, Abklingzeit. Jo, würde ich dann gegen den tauschen. Elfheim haben wir. Stärke, Stärke, Abklingzeit. Habe ich Runenkraft drauf gemacht, okay. Kann bleiben. Und dann brauchen wir noch Heal. Vitalität abklingen. Würde ich den machen. Gegen die Gesundheitsregeneration. Und Jötunheims Tugend. Haben wir auch nur... Ne, haben wir mehrere. Okay, Stärke, Vitalität, Glück ist schön, aber brauche ich nicht. Vitalität, Glück, Abwehr brauche ich auch nicht. Vitalität, Abklingzeit, Runenkraft, Vitalität. Ich habe jetzt Abklingzeit. Runenkraft ist eigentlich ganz gut. Ja. Und damit sollten wir, glaube ich, einen Buff kriegen. Einen geheimen Buff. Also nicht mehr so geheim, weil man wird zwangsläufig gespoilert. Aber dadurch soll es einen geheimen Buff geben, der, wenn wir Nahkampfschaden austeilen, eine Zeit lang und dann aber nicht selber getroffen werden, sollen wir einen Schub kriegen
für extrem viel Schaden. Ja, so, und da haben wir den hier noch. Trümmer der Asengefängnisse verfolgen. Ich ahne Böses, aber ich guck's mir gerne an. Auch wenn wir nicht so richtig... Warte, dann lass uns erstmal aufhealen. War ja ein heftiger Kampf beim letzten Mal, ne? Ich erinnere mich dunkel gegen diese olle Hexentruller und Drachen und weiß ich nicht, was noch alles. Machen wir uns erstmal wieder full. Und wir könnten ja einmal gucken, ob wir Rüstung noch verbessern können. Ihr habt das bei Ragnarök gut gemacht, General. Ich wünschte, ich hätte gesehen, wie Sindri und du Thor und Odin besiegten. So ist es nicht gewesen. Ja, vielleicht nicht, aber die Geschichte gefällt mir am besten. Das Wichtigste ist, dass Odin bezahlt hat für das, was er Brock angetan hat. Ich weiß, dass es ihn nicht wiederbringt, aber es ist etwas wert. Hallo, Lunda. Hallo, Göttin. Wegen deinem Bruder... Ich hab dir das nie gesagt, aber ich weiß, in Momenten wie diesen, da sollte man Dinge sagen wie mein Beileid. Aber ich wusste immer, dass dieser gut aussehende Mann zu großem fähig war. Dass er eines Tages etwas Unglaubliches tun würde. Und ich bin stolz, dass das die neuen Welten jetzt auch wissen. Ich danke dir. Gern geschehen. Wenn ich so aussähe, würde ich auch rumstehen und mich begaffen lassen. Ist mir ein bisschen zu viel gequatscht, ehrlich gesagt. Okay, da können wir nichts machen. Da können wir nichts machen. Da können wir nichts machen. Oder? Nee. Nicht wirklich, ne? Ich weiß halt immer noch nicht, warum. Warum wir keine Dingens mehr zurückwerfen können? Ging das nur mit dem... Ich weiß nicht welchen... War das nicht der hier? Rundschild des Willens? Nee, der hat eigentlich gar keine... Das hier war eigentlich der Schild, ne? Gut, der hat halt viel Abwehr, aber sonst nix. Zweimal an, Schildrempler parieren sie kurz vor einem Treffer und drücken sie dann sofort R1 oder R2, um besondere Gegenangriffe durchzuführen. Schmetterschild. Oh, der wäre sogar besser. Achso, das ist unsere. Nee. Wait, what? Doch, das ist unsere. Ach so, dafür brauchen wir lodernde Glut. Ah. Fascinating. Das hier war doch der Schild, den wir von unserer Frau gekriegt haben, ne? Ja. Fähigkeitenanzeige. Gedrückt halten von L1 für eine Sekunde löst beim nächsten erfolgreichen Block oder Doppeltipp eine Explosion. Ja, unser hat ja 3, ne? Das wäre genauso stark und da wäre halt Glück drauf. Gedrückt halten. Rundschild der neuen Welten. Das wäre eigentlich auch gut. Geringe Glückschance, eine Weltenverschiebung auszulösen, aber nun halt eine geringe Glückschance.
Statusheilung. Vergrößert das Zeitfenster. Glück auf Dingens. Entdeckung. Gewährt einen Segen der Abklingzeit bei Unterbrechung von Doppelten. Rageschub. Und ein gewöhnlicher Rundschild. Oder bin ich zu blöd dafür mittlerweile? Kann auch sein. Aber hier ist irgendwas neu. Weiß aber nicht was. Steht hier nämlich nicht. Und wir brauchen jetzt für alles irgendwelche Glut und so einen Scheiß. Und irgendwo müssen wir auch noch eine Chaosflamme herkriegen. Und eine Sturmflamme. Das haben wir. Okay, der wäre eigentlich... Wobei, nee, der hat Abklingzeit und Glück. Okay, ja, gut. Runenkraft ist der, wäre nicht besser. Der hat Abklingzeit wieder. Abwehr, ich guck gerade durch, was noch so optimal für uns wäre. Ich weiß halt nicht, warum... Was kann ich für eine Rüstung tun? Hat das da geleuchtet? Keine Ahnung. Rüstung. Ich habe mal gehört, die Anfangsrüstung soll quasi die beste sein. Kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Muss ich aber wiederfinden. Was war das? Der wohl kaum, oder? Auf 7. Okay. Ja, okay, aber hat halt nur zwei Sachen. Aber wir hatten, glaube ich, das hier, ne? Das war, glaube ich, unser erstes Ding. Ach du dicke warte. Willst du mich verarschen? Der rockt halt auf alles. Ab Stufe 7. Echt jetzt? Da waren zwar ein bisschen weniger Runenkraft, aber die Abklingzeit ist höher. Die Abwehr ist höher. Wir haben Vitalität, Glück. Der geht ja auf alles. Was ist denn da los? Okay, das ist schon ein krasser Scheiß. Der hat nur 4. Düstertal Bauchpanzer. Der hat auch nur 4. Der hat auch nur 4. Des Überlebens. Okay, sind das die anderen auch? Na, da muss ich erstmal drauf kommen, Alter. Normalerweise benutzt du die Sachen ja gar nicht. Ach, hör auf. Ein bisschen weniger Abklingzeit. Und ein bisschen weniger Stärke, aber ansonsten geht es. Okay, das ist aber schon krass. Was mit dem? Muss man vergleichen. Der 5 gegen 5. Okay, der hat weniger Abwehr. Aber da ist Stärke noch mit drauf. Und alle anderen Stats ebenfalls. Okay, der ist ja viel besser. Ich dachte eigentlich, das Berserker-Ding wäre so das Nonplusultra, was Ausgeglichenheit angeht, aber... Boah, das hier ist ja mal eine ganz andere Hausnummer. Ich weiß nur nicht, ob das reicht, um das alles aufzuleveln, aber ich würde es tatsächlich mal versuchen. Des Überlebens war das, ne? Weil die gehen ja ab Stufe 7 gehen die ja richtig ab, Alter. Wie krass ist das denn? Das muss man einem ja sagen. Ausrüsten. Ich hoffe, meine Sachen reichen, die wir gesammelt haben. Jetzt macht diese Rüstung schön blutig. Ja, ja, mach ich gleich. Keine Sorge. Habe ich nämlich auch gesehen. Du bist ja nicht drauf, Alter, dass deine erste, quasi deine erste Rüstung auch gleichzeitig noch die beste ist, Alter. Jetzt macht diese Rüstung schön blutig. So, hier fehlt uns jetzt schwelende Glut für. Und wir hatten die hier gehabt, ne?
So, die wäre auf 8 halt auch noch viel weniger. Okay, die hätte ein bisschen mehr Runenkraft. Aber das war's auch schon. War halt auch nicht alle Stats, ne? Alter Schwede. Also das ist ja... Hätte ich ja nicht gedacht. So, mal gucken, ob es dafür auch noch reicht. Sieht gut aus. Ich hoffe. Jetzt geh damit angeben. Jetzt macht diese Rüstung schön blutig. Genug Hacksilber haben wir. Es ist halt die Frage, ob wir auch genug Ressourcen haben. Wir werden sicherlich noch ein paar kriegen. Jetzt geh damit angeben. Ich glaube, schwelende Glut kriegen wir nur aus Muspelheim. Jetzt macht diese Rüstung ich befürchte auch nur bei gewissen Dingen. So, die hat halt aber auch keine besonderen Sachen, wenn man alles von einer Rüstung trägt. Ne? So ist es ja nicht. Aber trotzdem, Alter, die Werte sind ja jenseits von Gut und Böse. Hier, Gürtel des Überlebenswart. Ne? Ja. Ich muss niesen, Moment. Ah, Hachi. Ich glaube aber, unsere Ressourcen reichen. Aber ich hätte echt gedacht, die Berserker-Rüstung ist so das Nonplusultra, aber es ist einfach die erste Rüstung. Jetzt macht diese Rüstung schön blutig. Das ist ja unnormal. Gut, ist halt eine Allround-Rüstung, ne? Ist die Rüstung des Überlebens. Jetzt macht diese Rüstung schön blutig. Sieht gut aus. Na nice, die kriegen wir sogar komplett aufgemaxt. So, direkter Vergleich mit der Berserker-Rüstung. Wir haben Stärke. Haben wir obendrauf. Abwehr. Haben wir ein bisschen weniger, ist aber zu vernachlässigen. Wir haben mehr Runenkraft. Wir haben mehr Vitalität. Wir haben mehr Glück. Wir haben mehr Abklingzeit. Ist ja bedeutend besser, Alter. Ist ja unnormal. Ja, das ist schon was Geiles, gell? So, jetzt brauchen wir halt nur... Was brauchen wir jetzt noch? Schwelende Glut. Und gehärtete Überreste. Ich denke mal, das wird auffindbar sein. Ich bringe Stein. Oh, ja. Da kann ich auf jeden Fall was draus machen. Wo ist das her? Von Trollen. Ah, oh, Trolle. Sieh mal an. Ach so, hier die Trollrüstung. Ja, warte mal. Lass uns mal schnell gucken, wie da... Nee, guck mal. Die anderen Rüstungen haben das nämlich alle nicht, ne? Die kriegen keinen Schub ab Stufe 7. Ne, das ist nur die Rüstung. Okay, das ist cool. Oh, das ist really nice. So, und jetzt geht's hier lang. Asgardisches Gefängnis. Ja, das wird bestimmt funky, gell? Moment, ist das ein Gefängnis? Sieht ganz so aus. Gehen wir weiter. Vielleicht ist etwas Nützliches drin. Wollen wir hoffen. Oder etwas, was uns gleich kalt macht. Es ist ganz schön tief. Wir sollten nach unten. Ach ja. Sicherlich laut bestimmt nichts sehr Gefährliches in einem Asgarder Gefängnis. Nö, nö. Ich hör's ja schon. Trümmer des Asengefängnisses. Wie war das mit den Runenpfeilen? Das war drauf schießen? Wie war denn das wechseln? Aua. Schön vorsichtig! Das ist Beefreisen!
Böser Treffer! Bist du in Ordnung, Stratos? Wenn die Einherja Ragnarök überlebt haben, vielleicht auch ein paar Insassen. Finden wir es heraus. Wie war das mit den Pfeilenwechseln? Ich weiß das nicht mehr. Dreieck war es nicht. Nach oben? Nach oben. Nach oben war es. Okay. Man muss die unteren Ebenen irgendwie erreichen können. Wir müssen nur einen Weg nach unten finden. Naja, ich arbeite dran. Lass mich erstmal. Ich höre Dinge. Die andere schon weg? Okay, Tür aufmachen. Schreiten die so sauer rum? Ich frage mich, wofür die Kette ist. Um mir auf den Sack zu gehen, dafür ist die Kette. Kennst du ihn, Mimir? Leider nicht. Natürlich sind durch die Einherja ja einige Zwergenrebellen während der Besetzung verschwunden. Er gehört wohl dazu. Wie ist denn da so sauer? Da drüben ist eine Truhe. Ja gut, aber ich will ja da drüben ran. Weil, wegen da. Ach, ich sehe schon, ja, von der anderen Seite nachher. Das ist noch so ein Ding. Da unten ist so ein Teil. Ja, Molto Baller. Da ist so einer, okay. Der greift mich bestimmt an, wenn ich den rauslasse, oder? Sollen wir herausfinden, wofür sie ist? Okay, die brauche ich nur zerstören. So, noch eine Kette. Ja, ich kann mir schon denken, wofür die ist. Das ist eine Alte, aber nicht von besonders hohem Rang. Was hat der Odin also davon, sie gefangen zu nehmen? Vielleicht Informationen, aber wozu sperrte er sie hinterher ein? Er hätte sie töten können. Na, um sie zu quälen, vielleicht. Okay, ich muss leider gegen ihn. Vorsicht, die Gefangenen könnten für ihre Freiheit nicht so dankbar sein, wie man hoffe. Sind die wahrscheinlich nicht? Das war falsch. Den wollte ich ja nicht machen. So, was haben wir hier noch? Boah! Ich drück immer die falsche Taste. Ich bin doof.
Burn, Baby Burn. Ja, guck da, jetzt haben wir diesen neuen Welten-Buff. Ich meine, der macht exorbitant mehr Schaden, glaube ich. Okay, jetzt kommen wir da hin. Und diese Kiste. Dann haben wir die Nornentruhe. Und öffne das durch. Das geht nicht. So, dann lassen wir wieder runter. Oh, hier geht's ja noch weiter. Ganz unten sitzt bestimmt der Böse, der böseste, fieseste von allen. So, wir müssten jetzt... Wo war denn jetzt die Kette? Hier. Ja, das hilft bestimmt. Ich weiß nur nicht wem. Kann ich ihn nicht einfach runter droppen? Nee. Alter, jetzt machen wir aber richtig viel Schaden mit diesem Buff. Das ist auch normal. Das ist gut. Gefällt mich. Was? Ach, da drüben rennt auch noch einer rum. Der ist ein bisschen sauer. So, hier haben wir den. Hier ist keine Kette. Odin hat hier etwas versteckt. Ich weiß es. Wir sollten einen Weg zur Zelle auf der anderen Seite finden. Mhm. Man könnte natürlich einfach rüberlaufen, aber hey. Okay, das kann ich nicht mal steuern in die Richtung. Das heißt, ich müsste... Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich bin ich zu blöd. Ich komme von hier ja noch ein höher, ne? Das heißt, das hat ja irgendwas damit zu tun. Damit ich das Ding weiter runterlassen kann. Wahrscheinlich. Den hier. Weil noch weiter geht wahrscheinlich nicht. Falsche Richtung. Ach, Umgebungsrätsel. So schön. So, und jetzt kann ich... Dahin. Schön Vorsicht! Das ist wie falsch! Oh, schade. Ich hab gerade Weltenverschiebung aktiviert. Irgendwie.
Ach, leck mich doch. Warte, jetzt mach ich erstmal den Kollegen hier auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber ich hab's gerade gesehen. Und dann ist erstmal er fällig. Der goldene Rede. Willst du kämpfen? Oder sie will er kämpfen? Kommt um mich, Motherfucker.